Hallo, ich melde mich jetzt doch noch einmal, weil diese Zeit einfach so unglaublich bedeutungsvoll ist. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist. Und deswegen mache ich dieses Video. Die Botschaft darin, wie ich sie erkenne, ist: Lass dich nicht ablenken, sondern fokussiere dich auf das Wesentliche. Also schau nicht auf das, was dich vielleicht im Moment nerven mag, das, was nicht so rund läuft, das, was immer schon ein Problem war, all diese Dinge. Lass die wirklich zur Seite. Aber besinne dich ganz, ganz bewusst auf das, was wirklich essentiell ist in dieser Zeit. Und es ist eine ganz, ganz spannende Bewegung gerade. Es ist so richtig so, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst. Es ist so, als ob gerade eine Welle sich bildet, und zwar die aus zwei Seiten besteht. Zum einen aus dem Alten, das hochbrandet, und das Neue, das zugleich daraus entsteht. Und das passiert alles gleichzeitig. Und das ist wahnsinnig kraftvoll. Und wie gesagt, da passiert so viel gleichzeitig, dass unser Verstand das überhaupt nicht alles einordnen kann. Und deswegen nimm dir die Zeit und besinne dich auf dich selbst, besinne dich auf das, was du wirklich bist, auf dein Ich Bin, auf dein Ich-Sein, einfach nur auf dein Sein. Denn darin findest du den einzigen Anker. Und der hält dich in diesem Sturm, der da gerade um uns alle tobt, und verankert dich eben in deinem Sein. Das ist das Einzige, was tatsächlich zählt, dein Sein, dein Sein. Und in all dem Abschied, der gerade geschieht, guck auf das, was wirklich Bedeutung hat. Wir alle wissen, was wirklich, wirklich im Leben Bedeutung hat. Es ist all das, was mit Liebe zu tun hat. Also wo in deinem Leben fließt Liebe in deiner Familie, zu deinen Freunden? Wir sind alle verbunden durch Liebe. Und wo du das spüren kannst, da verweile und halte inne und bleibe. Nimm dir die Zeit dafür. Das ist so wichtig. Und das nehmen wir auch mit. Das ist das, was uns verbindet und in die neue Zeit trägt. Das ist das, was tatsächlich Bestand hat. Das ist das Einzige, was Bestand hat. Und dieser Neubeginn kann auch nur ein Neubeginn sein, ein echter Neubeginn, wenn er aus dieser inneren Verbundenheit entsteht. Du musst dazu nichts wissen. Du musst dir nichts vornehmen. Du musst einfach nur spüren, was sich für dich richtig anfühlt. Und deiner Intuition folgen. Und das bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich in dieser Zeit unterwegs bin, und freue mich, dass ich dieses Video machen darf und es mit dir teilen darf. Hab eine wunderschöne Weihnachtszeit. Besinnlich im wahrsten Sinne des Wortes.
Mach du sie dazu. Alles Liebe.